Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise Sunbreak, dem Solo-Projekt. In der letzten Folge haben wir gegen den Popomizutsune gekämpft und jetzt wollen wir einfach weitermachen mit dem nächsten Dringling, mit dem brodelnden Basil Geuse. Und da sagt die Soldatin des Nachbardorfs, das verfluchte Ding ist zurückgekehrt und mit ihm Feuer und vollständige Zerstörung. Er scheint entschlossener denn je, uns zu terrorisieren. Es klingt furchtbar und Feuer regnet vom Himmel. Es gibt kein Entkommen. Tja, das werden wir doch mal sehen. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen mitzureden. So, sind soweit auch vorbereitet und ja, damit ihr es nicht vergesst, ne, wir haben natürlich nichts gemacht, ne, das ist direkt der Nachfolger so gesehen, also ich nehme direkt im Anschluss auf von der letzten Folge aus. Ich sage das nur nochmal zur Sicherheit, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, so, und wie welchen Meisterrang hat er jetzt? Nee, diese und nächste Folge noch. Die machen wir noch hintereinander weg und danach werde ich wieder Meisterrang offscreen farmen. Dass wir dann, wie gesagt, auf 160 kommen und dann muss ich halt schauen, inwieweit ich noch weiter den steigern muss für die nächsten Titel-Updates. Ich werde es immer mal so machen, ab und zu im Hintergrund. Und dann schauen wir einfach mal. Aber gut, ich bin soweit vorbereitet. Wir brechen auf, um gegen den brodelnden Basil Geuse zu kämpfen. Und bin gespannt, wie gut oder schlecht das jetzt hier klappen wird. Aber erstmal Sequenz. Tja, Tod von oben, brodelnder Basil Geuse. Ist ja lustig, dass sie da, oder Basil Goose, ne? Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich finde lustig, dass sie den Titel behalten haben, weil Basil war ja ein Monster, was ja in World neu hinzugekommen ist. Das gab es ja vorher nicht. Und da hieß, glaube ich, auch eine Quest Tod von oben. Ist halt interessant, dass sie das da quasi dann beibehalten haben, wieder übernommen haben. Oder in dem Sinne eine Anspielung daraus gemacht haben. So, ich sammle mal hier auf dem Weg ein paar Käferlein. Wir können auch hier wieder an der Seite die Lava-Raupe mitnehmen. Oder Laternenraupe, so hieß die. Und hier auch den Käfer. Und dann gehen wir mal langsam hin. Da wäre auch nochmal eine Laternenraupe und da hinten war auch nochmal ein Seilkäfer. Aber die können wir uns aufheben für den Fall der Fälle, ne? Falls wir nochmal. Die brauchen jetzt auch nochmal einen Käfer. Ist eigentlich ganz gut aufgestellt, ne? Diese ganzen Käfer. Also man kann nicht sagen, dass man die nicht findet oder so.
So, wir haben keinen Schaden bekommen wegen der Laternenraupe, ne? So, da gehe ich lieber hoch. Ich hätte jetzt sonst eine Combo auf den Boden gemacht. Das auf jeden Fall, aber nicht. Nicht bei Basil. Oh. Hab ich gar nicht gesehen, dass die hier ist. Also dann nehmen wir die mit. Okay. Ich glaube, ich schaff's tatsächlich nicht mit der. Bin ich hier? Ja, nee, schaffe ich nicht. Schade. Da habe ich leider ihre Attacken nicht mehr so drauf gehabt, also nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie genau sie angreift. Und habe das falsch eingesetzt und wurde die ganze Zeit von Basil dann dementsprechend gekontert. Ne? Deswegen hat das Reiten jetzt nicht funktioniert. Weil ich ständig auf die Fresse bekommen habe und einfach nicht geschnallt habe, welche Attacke ich da jetzt genau einsetzen soll, um schnell anzugreifen. Aber ich weiß, dass das Ragnar Kadaki oder Pyro Kadaki in dem Fall hat eine Attacke eigentlich noch drin, mit dem man so Feuer, also mit dem es so kleine Feuerfontänen nach vorne speit. Das hätte ich machen sollen, aber ich habe gerade echt nicht mehr gewusst, wie das geht. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Theoretisch brauchen wir es auch nicht. Dann haben wir ja bei den Mizutsune gesehen, in letzter Folge, bei Popo Mizutsune. Dass wir auch ohne andere Monster, die man reiten kann, klarkommen und kämpfen können. Sehr gut. Also Kinsect hat es wieder betäubt. Ne, deswegen habe ich Kinsect auf den Kopf geschickt. Kann ich immer nur empfehlen, ne, falls ihr selber ein Insektenblesenspieler seid. Falls ihr ein Kinsect mit Schneidschaden habt, schickt es auf den Schweif, so gut ihr könnt. Und falls ihr ein Kinsect, so wie ich, mit Stumpfschaden habt, schickt es auf den Kopf. Immer gut. Und ihr müsst natürlich auch, ne, das darf man auch nicht vergessen, so wie ich natürlich auch die Kinsect-Art haben, ne, dass das Vieh quasi eigenständig agieren kann. Ne, dass wenn man einen Bereich markiert, das sind glaube ich die Pulver-Kinsekten, die das nur machen, dass ihr euch dann das Ziel, wie gesagt, hier mit dem einmal andutzen, das Monster, quasi Kinsect ein Ziel gibt und dann greift das regelmäßig an. Bei anderen Kinsect-Typen, ne, wie der Soldat-Typ oder so, das ist natürlich dann nicht möglich. Ja, da greift ihr dann mit dem Kinsect automatisch gemeinsam an. Also speziell beim Soldatentypen, wenn ihr Bodenattacken macht. Aber auch da könnt ihr theoretisch, ne, auf die Schadensart vom Kinsect achten. Und wenn das Stumpfschaden hat, könnt ihr theoretisch auch den Kopf angreifen. Dann würde Kinsect mit seinen Attacken auch mit der Zeit betäuben. Na, also so ganz verkehrt
ist das dann nicht. Bam. So, mit Normalo müsste ich hinbekommen. Das dürfen wir diesmal schaffen. Normalo hat da nicht so ein schwieriges Moveset. Ist tatsächlich nur Ragnar oder Pyro Kadaki, die da ein bisschen schwieriger sind zu handeln, was zumindest das Reiten gegen Basel betrifft, ne? Okay, da bin ich jetzt einfach komplett Brain AFK reingelaufen. Kann man machen. Würde ich nicht empfehlen, jemanden. So, sehr gut. Ich treffe aber nicht. Ja, das vergessen. Lieber brodelnder Basel. Dass ich auch Luftkämpfer bin. Mich kriegst du mit deinen komischen Moves da nicht so leicht. So, lass uns das noch mitnehmen. Und dann geht's weiter. Und abspringen und schön aufballern. Okay, ich sehe gerade gar nicht mehr wirklich durch, was hier passiert, aber gut. Wir haben auf irgendeiner Weise gerade den Käfig oder vorne diesen Fledermauskäfig eingesammelt, nicht Schmetterling. Okay. Damit werden wir automatisch gerade geheilt, deswegen kämpfe ich gerade einfach weiter. So, und das wollte ich nicht. Flügel, 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 okay, dann nicht. Okay, und bam, schön auf den Kopf. Selber war auch schon auf den Kopf bekommen. Sehr gut, so muss das. Okay. Es haut ab. Und los geht's. Hui.
Wie schön, dass es immer noch vergiftet ist. Das ist halt echt was irgendwie bei unserer Giftklebe gerade momentan, finde ich zumindest, echt stark ist, dass wir sehr, sehr oft vergiften, dass die Monster dann trotzdem immer noch über die Zeit, während sie halt weglaufen, trotzdem den Giftschaden bekommen, ne? Diesmal wusste ich, was er macht. Mit seiner komischen Kopfnuss. Okay, dass ich das verstanden habe. Seltsam, aber okay. Wie schaffe ich's? Sehr gut. Allerdings brauche ich jetzt wieder Flügel. So. Okay, das habe ich nicht gesehen. War ich nicht aufmerksam genug. Und es hat schon ein blaues Köpfchen. Oh, schaffe ich das jetzt, den Schweif abzutrennen? Gucken wir mal. Ja, genau, der Flügel war im Weg. Das war ärgerlich. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob das gereicht hätte. Für den Schweif zum Abtrennen. Aber gut. Oh, tatsächlich. Hätte es nicht gereicht. Ich jetzt einfach forciere, ne? Ja, aber gut, das war der brodelnde Basel. Irgendwie schneller als gedacht. Obwohl wir nur den Schaden von Magna Malo hatten, ne? Es wäre also noch schneller gegangen, hätte ich das mit Pyrokardaki hinbekommen. Ist es überhaupt Pyrokardaki? Ne, es ist nur normales Ragnarkardaki. Hätte ich das mit Ragnarkardaki hinbekommen, jetzt kann ich es wenigstens richtig sagen, dann wäre das, glaube ich, noch schneller gegangen, ne? Weil dann hätte er den Finisher noch abbekommen. Und wäre dann, ja, wahrscheinlich... entweder wäre er noch weggeflogen, das hätte er, glaube ich, noch hinbekommen. Und dann wäre er, glaube ich, One-Shot gewesen. Das hätte, glaube ich, meine erste Attacke ihn gleich umgewämst. Aber gut, das, so viel dann dazu. Das war unser brodelnder Basel und wir sind Meisterrang 111 oder auch 111. Wenn du einen Anhänger auf eine Quest mitnimmst, ist diese Quest nur alleine spielbar. Ah, okay. Das habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Glaube ich, eine der vorherigen Folgen irgendwann mal. Was mit diesem System wohl passieren wird. Mit diesem Anhängersystem. Ob sie das beibehalten werden für zukünftige Monster Hunter Teile oder ob das rausgekickt wird. Mal schauen. Also konnte dich nicht einmal dieses verdammte Monster aufhalten, ja? Das ist gut. Wirklich gut. Da du dich drum gekümmert hast, bevor die Dinge außer Kontrolle gerieten,
sind alle heil zurückgekommen. Gute Arbeit. Ich würde gerne mit dir feiern, aber wir sind noch nicht fertig. Da sind ein paar Wraths oder Rats, die unsere Nerven strapazieren. Um genauer zu sein, ein silberner Rathalos und eine goldene Ratian. Zum Glück haben sich die Turteltauben nicht in der Stadt getroffen. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es tun. Wir haben sie. Beim Turm. Es ist ein altes Bauwerk, das von den Ahnen gebaut wurde. Perfekter Ort für ein Rendezvous. Ich bin mir nicht sicher, was diese Rats geplant haben. Aber ich will es auch nicht wirklich wissen, klar? Beide dringenden Quests sollten inzwischen Chiche erreicht haben. Der Rest liegt bei dir. Nice. Und da haben wir jetzt auch Silber-Rathalos und Goldenes Ratian. Das heißt, eine oder zwei Puffer-Quests, falls ich es jetzt nicht schaffen sollte, hier Meisterrang 160 zu erreichen in der übernächsten Folge, ne? Oder zu der übernächsten Folge hin. Wie Alo dir mitgeteilt hat, sind ein silberner Rathalos und eine goldene Ratian aufgetaucht. Geil, silberner Rathalos ist in Rot, goldene Ratian nicht, aber das wurde aufgetaucht. Sehr, sehr strange Entscheidung. Silberne und goldene Wyvern. Einige verehren ihre Schönheit. Ich würde gerne sehen, was diese ganze Aufregung soll. Schäm dich, Chich. Ausgerechnet du solltest dich nicht von glänzenden Dingen beeindrucken lassen. Muss aber umwerfend sein. Chich. Vergiss es. Sei einfach vorsichtig da draußen. So, was haben wir denn jetzt hier? Meisterrang, Reiten, Betäuben, das ist okay. Genau, dann haben wir die beiden jetzt. Silbernes Rathalos, Goldenes Ratian und das hier übrigens, ne, für die, die es noch nicht wissen, ist mein Lieblingsmonster, das Silberne Rathalos. Also ich finde Rathalos an sich schon krass. Aber Silberne ist so mein persönlicher Favorit. Mein absolutes Lieblingsmonster. Okay, jetzt noch hier vorlesen. Brodelnder Basel-Geuse oder Basil-Goose. Ein Basil-Geuse-Variante, deren Körper zu glimmen scheinen, als würden sie jeden Augenblick eine kritische Schwelle erreichen. Die Wärme ihrer explosiven Schuppen ist gewachsen. Das blasse Blau macht dem Namen brodelnd alle Ehre. In diesem Zustand sind ihre Schuppen knisternd heiß und können mit ihrer explosiven Kraft die Erde an sich verbrennen. Und dann die Physiologie, also die Jagd selbst. Wenn seine explosiven Schuppen im fahlen Weiß zu strahlen beginnen, haben sie einen hohen Explosionsradius. Wenn ein Basil-Geuse zu lange so glimmert, wird er eine vernichtende Explosion über den gesamten Bereich entfesseln. Greife den Kopf und Schwanz an, um ihn zu schwächen und solche Angriffe zu verhindern. Oder solchen Angriff zu verhindern. Okay. Damit wisst ihr auch Bescheid. So, die Mountzerjäger sind zurück, okay. Dann schicke ich es immer wieder los. Oh, dann wieder hier Kurio-Jagd. Mach das erste. So, wie sieht es im Dojo aus? Da trainieren sie noch. Ja, Gosi hat auch noch nichts Neues. Okay. Dann würde ich wieder sagen, das war es jetzt erstmal mit Monster Hunter Rise Sunbreak für diese Folge. In der nächsten werden wir uns dann den erhobenen Camellios widmen. Uns mal anschauen, wie der so agieren wird. Und vielleicht hat er ja Dekoration oder Rüstungsteil oder irgendwas, was wir vielleicht gebrauchen können. Vielleicht hat er auch eine bessere Giftwaffe, die wir uns dann bauen. Mal sehen, ne? Das stellen wir dann alles in der nächsten Folge fest. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.